So, und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns mal an, was es hier oben gibt. Weil wir haben ja immer noch den einen Branch beim Schiff, wofür wir eine. Ah ja, stimmt, hier können wir normal durch. Sehr schön, den Raum hier. Oh mein Gott, hier wird es jetzt lustig, die Items zu suchen. Wo könnten die denn alles sein? Die könnten hier ungefähr überall sein. Moment, hier unten geht es ja nicht lang. Stimmt, das haben sie rausgenommen. Gucken erstmal hier. Nö, hier auf jeden Fall nicht. Wo könnten man hier die Items verstecken? Man könnte sie natürlich ganz mieserweise beim Spawn-Skip verstecken. Da ist ja theoretisch auch eine Tür. Ich weiß nicht mal, ob man. Ich schau mal, ob man hier einen Durchgang öffnen kann. Hier müsste der doch irgendwo liegen, oder? Ich glaube, hier müsste der irgendwo liegen. Im schlimmsten Fall kriege ich es gerade nicht hin, weil ich irgendwie nicht treffe, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er rausgenommen wurde. Weil, wie gesagt, den Raum. Also, zum einen brauchen wir Super-Missiles, die wir noch nicht mal haben. Weshalb probiere ich das dann überhaupt? Und wohl. Ja, doch, man braucht Super-Missiles. Und zum anderen, ja, es ist halt auch eigentlich nur für einen Gang. Und im Moment haben wir einfach noch viele Gänge. Was das so ein bisschen unnötig macht. So, wir haben immer noch zwei Items in dem Raum ausstehend. Das ist einmal das Item hier oben, wo ich mich auch frage, wo das so mal hin verschwunden ist. Sind offensichtlich beide nach oben in den Raum verfrachtet worden. Oder halt irgendwo. Oh mein Gott, das kann ja auch sein. Sie können ja auch irgendwo in der Wand sein. Oh Gott, ist das eklig. Stimmt, das habe ich bei einem anderen Raum auch nicht überprüft. Beim Rackchip-Raum. Oh, das wäre eklig. Aber ich würde sagen, wir gucken den Raum erstmal normal durch. Allein um zu sehen. Ja, allein um zu sehen, wo. Beziehungsweise kriegen wir ein Item schon so geschenkt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber das hier scheint mir doch so zu sein, als müssten wir hier suchen. Was ziemlich uncool wäre. Ja, also im Grunde genommen ist das Feature ja ganz cool. Also mit dem Doggy Tank zum Beispiel in einem ganz kurzen Rackchip-Teil, den wir bekommen haben, ganz am Anfang. Da fand ich es ziemlich cool gemacht. Aber die Frage ist, ob der Speicherraum auch noch mitzählt. Weil hier könnte es ja theoretisch auch drin sein. Der ist ja auch dem anderen Raum auch zugeordnet. Aber ich glaube jetzt einfach mal nicht daran. Ganz schlimm wäre natürlich auch, wenn man es so versteckt, dass man es quasi nicht aufschießen kann, sondern ja, nur mit einem Morphball öffnen, weil das wäre ultimativ mies, weil da müsste ich hier quasi auch noch alles absuchen. Und das halt überall mit dem Morphball und auch ein paar, keine Ahnung. Dann auch noch ein paar Morphbälle so setzen, dass sie dass ich irgendwie in die Decke komme. Ich müsste überall mit Air morphen, um zu sehen, ob ich was bekomme. Und das wäre schon ein bisschen bitter. Also, ich weiß nicht, ob ich mit der Einstellung jetzt hier zufrieden bin. Also ich wusste tatsächlich nicht, ob es in Wänden versteckt sein kann, aber so wie es aussieht, ist es das. Und das ist schade, weil, ja, so Wandverstecke, hier könnte doch was sein. Ich weiß halt nicht, wie logisch er Sachen versteckt hat, der Ersteller, weil also ich glaube schon, dass man sie nicht ganz random gemacht hat. In jedem Block quasi hätte sagen können, okay, hier kann es jetzt drin sein und hier kann es jetzt nicht drin sein, weil das ist. Oh, im Prinzip muss ich hier wirklich jeden Block untersuchen. Können wir den Spacer bitte bekommen? Das wäre super für sowas. Oder den Wave Beam. Dann könnten wir einmal hier oben durchschießen und hätte alles geöffnet quasi. Das wäre schön, aber ja, beides haben wir noch nicht. Und da ist halt die Frage, lässt man die Räume dann, bis man den Wave Beam bekommt? Oder suche ich mich jetzt dumm und dämlich nach den Items? Ich bin mir echt unsicher. Also, wie gesagt, das ist was Experimentelles. Ich wollte es einfach mal probieren. Das in hier zu verstecken macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil dann könnte man runterfallen. Er kann ja auch da oben an der Decke überall sein. Oh mein Gott. Oder vor allen Dingen, wie nah sind die tatsächlich an den Original-Items dran gesetzt? Das ist ja auch noch so eine Sache. Da könnte ja auch noch irgendwie alles beliebig versteckt sein. Ja, ich schieße jetzt auch tatsächlich nicht alles an, wie ihr merkt. Also, theoretisch müsste man ja wirklich jeden Block einzeln anschießen und nicht so mal auf gut Glück schießen. Aber ich hoffe halt dadurch, dass wir zwei Items haben, dass ich vielleicht so einen gewissen. Ja, dass ich eins durch Zufall finde und dann so eine gewisse Vermutung bekomme, wo das andere vielleicht sein könnte. Das wäre jetzt auf jeden Fall so mein Wunsch aktuell. Aber so wie es aussieht, wären wir dafür. Moment, hier könnte auch eins sein. Das ist eigentlich ein ganz cooles Versteck. Wenn man hier quasi die Gegner besiegen muss. Ich meine, es gibt in dem Raum schon.
Es ist halt das Riesenproblem, dass er so groß ist. Das ist wahrscheinlich auch einer der größten Räume in ganz Super Metroid. Dementsprechend, ja, werden wir sowas wahrscheinlich auch nicht mehr in der Größenordnung machen müssen. Beim Spawn-Spawns gibt vielleicht. Ich meine, ich habe hier eben schon viel aufgesprengt, aber wäre auch interessant. So, hier nichts, hier nichts, hier nichts. Stuttern, stuttern, stuttern. So stuttert man übrigens. Nein, tut man nicht. Das ist, ja. Es gibt so eine Technik, mit der kann man eben so pretenden oder, ja, pretenden. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen versuchen, anglistische, ja, Formulierungen hier so ein bisschen zu vermeiden. Man kann eben vorgeben, dass man rennt im Spiel. Moment, war da was? Nee. Man kann im Spiel vorgeben, dass man rennt, indem man eben so einen, ja, so einen gewissen kurzen Rhythmus hat, dass es so aussieht, als würde Somers rennen, aber es wirkt bei mir nie so flüssig. Wenn man das bei Speedrunnern sieht, dann wirkt es halt auch wirklich immer flüssig. So, hier unten vielleicht. Komm schon, lass mich nicht hängen. Hier irgendwo muss es doch sein. Es ist bestimmt nicht so weit versteckt von den Originalplätzen, gehe ich mal von aus. Aber es kann halt, wie gesagt, leider überall sein. Hier oben vielleicht? Hier könnte man es ja auch noch beliebig verstecken. Nein, 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 nein. Und das zweite Item haben wir jetzt ja im Prinzip auch nicht. Wobei, da würde ich ganz gerne nochmal oben auf die Plattform. Das habe ich ja, glaube ich, noch nicht gemacht. Da! Ja! Oh. Okay, ja, so kann man ein Item verstecken. Aber es ist halt wirklich purer Zufall, dass ich das gefunden habe. Gut, hoffen wir. Also, wie gesagt, für die kleinen Räume finde ich die Einstellung recht interessant, weil man weiß dann irgendwie, also man stimmt dann nicht so blindlings auf das Item drauf und weiß dann genau, was passiert, sondern muss schon so ein bisschen, ja, man denkt erst, wie, kein Item, und dann kommt man hin und dann denkt man sich, oh, doch, Item, und dann sucht man es und dann findet man es und dann denkt man sich, ja, aber hier ist es halt mehr so, ja, hier denkt man, hier muss es ein Item geben, jetzt, wo ich es rausgefunden habe, hier oben, hier habe ich das schon mal mit Airmorph probiert, da bin ich mir recht sicher. Hier wäre natürlich auch ein total interessantes Versteck eigentlich. Oder hier in der Wand. Könnte man auch super verstecken. Ja, also in dem Teil tatsächlich, es wäre eine Überlegung wert, wenn man das hier einstellt, dass man dann den, und das fände ich eine richtig coole Idee eigentlich, dass man den X-Ray-Scope quasi auf Forced stellt. Also dass der X-Ray-Scope auf jeden Fall in einem Randomizer verfügbar ist. Und man dann quasi, ja, so sich verhält, dass man sagt, okay, ich suche nicht nach den Item Locations, außer es sind kleine Räume. Und wenn ich den X-Ray habe, dann hole ich mir quasi die ganzen kleinen Items. Und ich glaube, das kann gut funktionieren. An der Stelle bin ich aber trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, dankbar dafür. Denn durch welche Tür sind wir eigentlich reingekommen? Ach ja, durch die ganz unten, ja, okay. Das sollte man sich zum Beispiel auch noch merken, weil es kann auch immer mal wieder sein, dass wir zurück müssen. Speichere ich nochmal. Im Grunde genommen ist es nicht so wahnsinnig erheblich, weil wir wissen ja jetzt, wo das Item liegt. Ich glaube kaum, dass wenn wir in den Raum reinkommen, dass es da eine andere Position hat. Aber ja, ich kann mir natürlich auf der anderen Seite auch vorstellen, dass diese Item Locations, dass es hier eben zwei neue gibt oder vielleicht auch vier neue in dem Raum und dass man dann in diesen vier neuen Item Locations immer die Items findet. Und das ist ein bisschen schade. Ja, einfach aus dem Grund. Oh, nein, 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 das ist, obwohl, wir haben gespeichert. Aber hier kann der Energietank halt auch überall liegen, das ist auch wieder so ein Problem. Hier gibt es tendenziell auch wieder zwei Items, ne, das ist Schwachsinn. Ich kann gucken, ob ich hier hinten vielleicht den E-Tank finde. Aber ich glaube fast nicht dran. Ich habe nicht deine Kleinen abgeschossen, das hast du nicht so gesehen, wow, 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 wow. Okay, kann ich? Ich kann mich mit einem Bombjump theoretisch nach oben beamen. Hier oben gibt es natürlich nichts, wer hätte es gedacht, aber hier irgendwo in einem Raum müsste es einen E-Tank geben. Und den hätte ich eigentlich schon ganz gerne, muss ich sagen. Und es stand auch immer, dass die Item Locations immer erreichbar sind. Die Frage ist, was heißt erreichbar in dem Fall? Heißt erreichbar, wenn ich den Gravity Suit habe, oder kann ich den auch auf jeden Fall mit dem Power Suit erreichen? Das ist halt so eine Frage. So, hier oben könnte theoretisch was sein. Na, sieht weniger danach aus.
Hier war auf jeden Fall nichts. Hier unten müsste es nochmal eine Lücke geben. Ja, aber die ist leider unter Wasser. Ja, ne? Suchen wir jetzt oder warten wir auf den Gravity Suit? Weil so richtig erfolgsgekrönt ist das hier nicht. Ne, das ist mein Tod. Ja. Die Schildkröte macht ultra viel Schaden. Das möchte ich an der Stelle nur einmal gesagt haben. So im Safe-Raum. Vielleicht ist hier der Missile-Container, wer weiß. Aber wo ist der E-Tank? Wo ist er? Ich weiß es doch nicht. Leute, helft mir. Weil den E-Tank müssen wir eigentlich bekommen. Die Sache ist nämlich, ich habe in diesem Randomizer den Hellrun auf Level 2 gestellt. Was bedeutet, dass wir, ja, auf jeden Fall heiße Räume bekommen werden. Und zwar ist es ja so geregelt, dass man dann erst genügend E-Tanks quasi sammeln muss. Habe ich hier eigentlich schon mal abgesucht? Ja! Dankeschön. Das ist nett. Moment. So. Ich habe so eingestellt, also Hellrun Level 2 bedeutet, dass man ungefähr bei der Hälfte des Spiels, beim Branching Mode ist es nicht klar, ob es genau die Hälfte ist, weil es kommt natürlich auch darauf an, welchen Weg man geht. Aber man muss auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Hellruns machen, bevor man den Gravity bzw. Varia Suit kriegt. Und ja, das habe ich jetzt eben eingestellt. Den Missile Container, da scheiße ich glaube ich einfach mal drauf, weil, ja, ich meine, am Anfang sind sie schon erheblich, aber ich glaube tatsächlich, das ist ja auch das Spannende, wenn ich jetzt nämlich die meine Item Randomization noch angestellt hätte, was ich nicht getan habe, also ich habe nur die großen Items gemischt, ist auch noch was ich hätte erzählen können, aber ja, wie gesagt, ich habe nur die großen Items gemischt und wenn ich die kleinen auch noch gemischt hätte, wäre das ultra abfuck gewesen, weil stellt euch vor, ich hätte jetzt, ich wüsste jetzt nicht, ob es da einen E-Tank gibt. Das Spiel wirft mir dann die E-Tanks hin, erwartet, dass ich die E-Tanks einsammle, weil ich einen Hellrun machen muss. Und ich habe sie aber nicht, weil ich dachte, ja, es könnten halt auch Missile-Container sein. Das heißt, entweder muss ich dann alle Items suchen und finden, oder ich ja, muss eben mit dem Hellrun dann in einen schwierigeren Modus klarkommen. Was jetzt auch nicht unbedingt so das Beste wäre. So, hier sind wir noch nicht reingegangen. Ich gehe die Räume ganz gerne mal von oben nach unten ab. So, hier müsste es auf jeden Fall zwei geben. Das sind dann wieder so Räume, da mag ich die Randomization von den Item Locations. Hier ist es ganz cool gesetzt, wenn man hier so ein bisschen auch suchen muss. Wobei, hierfür wäre es dann fast wieder interessanter, wenn man nicht weiß, was für Items es gibt. Aber, ja gut. Die zwei Missile-Container ersetzen dann auf jeden Fall schon mal ziemlich gut das, was wir eben verkackt haben. Ich speichere nochmal. In dem Randomizer kann man wirklich nicht häufig genug speichern. Vor allen Dingen, es kann halt jeden Moment passieren, dass wir in eine Hellrun-Tür kommen. Es kann jeden Moment passieren, dass wir zum Golden Torizo kommen oder sowas. Und den können wir natürlich mit der aktuellen Bewaffnung nicht besiegen. Und wenn ich dann nicht gespeichert hätte, müsste ich immer wieder diese beiden Missile-Container holen. Ja, ist die Frage bei so einem großen Raum, ob es sich dann lohnt. Aber ich meine, wir haben einen Speicherpunkt und warum sollen wir nicht nutzen? Ich meine, 25 Missiles ist jetzt auch eine gute Summe. Das einzige Problem, was ich sehe aktuell, ist die Tatsache, dass wir in dem einen, ja, da wäre es halt echt interessant, was für Items es gibt in den Originalräumen. Aber ich glaube, wir haben in dem oberen Abschnitt von Crotaria, also da, wo es zum Rackchip reingeht, da haben wir einen Super Missile Container noch. Den haben wir nicht eingesammelt. Und das Problem ist, wenn dieser Super Missile Container erwartet wird und bald eine Super Missile Tür kommt, bin ich halt gearscht. Dann muss ich zurückgehen. Aber zumindest habe ich im Hinterkopf, also gut, wir haben ja auch immer noch Wege, also wir sind ja immer noch weit davon entfernt, in Sackgassen zu kommen. Oben ist zwar auch noch eine Powerbombentür, die haben wir auch noch nicht durchforstet. Okay, der Raum hier. Könnte ziemlich eklig werden, weil die Sache ist, wenn ich jetzt lande, könnte ich tendenziell mit einer, ich würde sagen, recht hohen Wahrscheinlichkeit, wie viel wird es ungefähr sein? Ja, perfekt. Und hier ist sogar ein Item, sehr gut. In dem Raum gab es auch nur ein Item. Auf jeden Fall interessant, dass es hier hingelegt wurde. Das hätte ich nämlich jetzt eigentlich nicht mitgenommen. Ja, ich würde sagen, ja, so zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass man in der Säure landet, weil man halt einen Blindjump macht und so schnell nicht reagieren kann. Ist auch nicht so ohne. Ja, toll. Die machen natürlich jetzt nur Mist. Durch die Wand schießen kann ich auch nicht. Ja. Fresst meine Bomben, würde ich sagen. Ja, oder fresst sie auch nicht. Moment, Hilfe. Nein, wo ist der? Hilfe! Danke. Ja, solche kleinen Viecher, die sind tatsächlich gar nicht mal so einfach, wenn man in diesem Modus spielt. So, dich hätten wir. Dich hätten wir. Oh, das war knapp.
Der hatte mich schon anvisiert. Das habe ich ganz genau gesehen. So, hier ist aber nur ein Durchgang. Da können wir eigentlich immer noch nicht viel machen. Und die Kunst ist es eben, sich jetzt zu behalten, welche Durchgänge. Aber auch interessant, dass das hier kein Hitzeraum ist. Die Hitzeräume erkennt man eigentlich immer daran, dass man zum einen natürlich für Energie verliert, wenn man mit dem Powersuit durchgeht. Zum anderen natürlich aber ja, auch so ein Flimmern im Hintergrund sieht. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie erklärt. Das ist ein ekliger Raum. Da rüste ich doch ganz gerne mal meine Missiles aus. Weil diese Gegner hier, die machen dann, glaube ich, so 70 Schaden oder so, wenn man nur den Powersuit hat. Also sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen, so Gegner. Auch wenn sie, ja, gerade am Anfang nicht so schlimm wirken. Wir haben aktuell noch gar nicht mal so viele Abzweigungen. Also vieles führt tatsächlich in eine Sackgasse. Dich machen wir mal so. Da unten die Powerbombe, die schön in die Säure gelegt. Vielen Dank. Aber es ist eine Powerbombe, das heißt, wir haben wieder zwei neue Wege offen. Und den Herrn da drüben brauchen wir eigentlich gar nicht zu töten, weil wir wollen eigentlich gar nicht vorbei. Wobei, er wird uns wahrscheinlich abschießen, deshalb mache ich es mal trotzdem. Nein, 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 was? 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 Nein, 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 nein. Hilfe. Das war, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber irgendwie, ich wollte hochspringen und ich habe immer, ich wollte schnell springen, aber ich wollte auch hochspringen und immer, ich dachte immer, ich bin noch nicht auf dem Boden, als ich abgesprungen bin.